geht's noch? Das denken aktuell viele User über Sophia Vegas, 31. Die Blondine mit dem großen Vorbau entspannt mit Freund Daniel Charlie am Strand, doch wo ist die kleine Amanda? Die Reality Queen hat ihr Neugeborenes zu Hause gelassen. Die Fans sind fassungslos. Jetzt reagiert Sophia Vegas auf die Kommentare. Amanda ist gerade mal einen Monat alt. Am 3. Februar erblickte die süße Maus das Licht der Welt und sollte das Glück ihrer Eltern doch eigentlich perfekt machen, oder? Sophia stellte jedoch nach der Entbindung einen knallharten Plan auf. Eine Nanny musste nach direkt mit ihrer Nachtschicht anfangen, sagt Sophia im RTL-Interview. Schießt sie hinterher. Klar, Zeit zu zweit ist wichtig, aber ein Urlaub nur einen Monat nach der Geburt. Ziemlich fragwürdige Erziehungsmethoden, finden die User. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Internet-Community über Sophias Mama-Qualitäten auslässt, aber jetzt scheint die Ex von Bert Wollersheim den Vogel endgültig abgeschossen zu haben. Instagram-Offizial Sophia Vegas schreiben die Instagram-Nutzer. Und was sagt Sophia Vegas dazu? Die lässt der ganze Stress völlig kalt. Die Blondine kann die ganze Aufregung überhaupt nicht nachvollziehen. Eine Auszeit 4 Wochen nach der Geburt für sie und ihren Freund kein Thema, ich finde das auch absolut total in Ordnung, dass man sich paar Tage zurückzieht und sagt, okay, jetzt brauche ich mal eine Auszeit, sagt Sophia gegenüber RTL. Tochter Amanda sei außerdem in den besten Händen, bleibt nur zu hoffen, dass die kleine Amanda von ihren Verwandten die Liebe bekommt, die sie jetzt braucht.